nicht glaube, dass unbedingt jetzt die Form morgen entscheiden wird, sondern es geht einfach darum, dass es ist morgen ein K.O.-Spiel und es ist jetzt runtergebrochen auf das Spiel morgen Abend, wo wir zur Halbzeit einen knappen Vorsprung haben von 1-0. Wir selber wissen aus der Vergangenheit in dieser Saison, dass es manchmal nicht mal reicht, 2-0 zu führen in der 88. Minute, um das Ding über die Linie zu bringen. Deshalb sind wir gewarnt genug. Wir haben gesehen, welches Potenzial diese Mannschaft hat. Ich glaube auch nicht, dass der Tabellenstand dem entspricht, was sie aktuell leisten. Sie haben da auch wirklich in den letzten Wochen nicht die Punkte eingefahren, die sie eigentlich verdient gehabt hätten. Klar, ich habe mir meine Gedanken gemacht in der Winterpause und ja, ich habe mich vor allem in der Hinrunde, ich war zu sehr enttäuscht, ich habe über Dinge gemeckert, die ich nicht ändern kann und ich habe mich irgendwie davon runterziehen lassen und ich habe immer auf anderen gezeigt, ich habe immer gesagt, okay, ich bin nicht dran schuld oder ich habe mir das vielleicht gedacht, aber so ist es nicht im Fußball. Ich hatte viele Gespräche mit meiner Familie, mit meinen Freunden und ich habe gesagt zu mir selber, Emre, egal was ist, du machst dein Ding, du gibst Gas auf dem Platz und du bist fit im Kopf und körperlich. Und ja, und die letzten Wochen ist einfach so, dass ich das zeige, was ich von mir selber erwarte. Und ich hoffe, es hält für eine lange Zeit. Mein Ziel ist immer, ja, gute Leistung zu zeigen, die Mannschaft in Phasen, in schwierigen Phasen zu helfen und mich auch für größere Sachen anbieten, vor allem für die Nationalmannschaft. Und ich glaube, ich habe das hier die letzten Wochen ganz okay gemacht, aber ich hoffe, es war nicht nur eine Phase, sondern hält auch länger an.